Johann Lorenz von Mosheim, Kirchenhistoriker, 1747 bis 1755, Prinzenstraße 21. Johann Lorenz von Mosheim. Johann Lorenz von Mosheim, auch Johann Lorenz Mosheim, geboren am 9. Oktober 1693 in Lübeck, verstorben am 9. September 1755 in Göttingen, war lutherischer Theologe und bekannter Kirchenhistoriker. Mosheim war ein führender Kirchenhistoriker seiner Zeit. Bis 1747 war er Generalschulinspektor des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel. Parallel dazu bekleidete er eine Professur an der Universität Helmstedt und war Abt zu Marienthal und Michaelstein. Danach war er maßgeblich an dem Aufbau der Universität Göttingen beteiligt, wo er 1747 Professor und als erster und einziger Gelehrter in der Geschichte der Universität Kanzler wurde. Ein herausragendes Ereignis für die junge Universität war der Besuch von König Georg II. In Göttingen am 1. August 1748. Die Festveranstaltung als Aufzug in der Paulinerkirche ist durch einen zeitgenössischen Stich und den Bericht des Kanzlers von Mosheim überliefert. Aufgrund seiner modernen Auffassung von der Kirchengeschichte galt Mosheim als Vater der neueren Kirchengeschichte und als Begründer der pragmatischen Kirchengeschichtsschreibung. Seiner Meinung nach war die Geschichte der Kirche durch menschliches Handeln bestimmt. Er war nicht nur der Verfasser zahlreicher theologischer und kirchengeschichtlicher Werke, sondern auch als Prediger anerkannt und beliebt. Sein Epitaph wurde 1822 von der Paulinerkirche in die Universitätskirche St. Nikolaus versetzt. Am Michaelishaus erinnert eine der Göttinger Gedenktafeln an ihn.